mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man dieses bekannte Lied als Instrumentalstück auf der akustischen Gitarre spielen kann. Capodastro habe ich am zweiten Bund, aber das ist wie immer reine Geschmackssache. Und in diesem Teil, also in diesem Video kommt jetzt der erste Teil, weil es von der Tablatur relativ lang geworden ist. Ich beginne also mit dem ersten Teil, mit dem Intro. Ich spiele bis zu dieser Stelle hier. Das ist ein G. 3, 4. Und dann lasse ich den kleinen Finger liegen, greife ein C. Noch einmal bis hierher, etwas schneller. 3, 4. 3, 4. Mit dem Zeigefinger fahre ich durch den Akkord ganz langsam. Und der zweite Teil ist dann identisch, das gleiche mit C, G. Jetzt bin ich beim C. Pause. Und dann beginnt die Melodie. Ich spiele jetzt das komplette Intro vom Anfang an bis zum zweiten Takt der zweiten Zeile. 3, 4. Noch einmal etwas schneller. 3, 4. Und jetzt beginnt die Strophe mit diesem B-Moll-Akkord. 3, 4. Beim Rhythmus muss man aufpassen, also noch einmal vom B-Moll weg bis zu dieser Stelle hier, langsames Tempo, 3, 4. Und da muss ich auch wieder auf den Rhythmus aufpassen. Ich spiele es vielleicht ganz, ganz langsam vom Beginn der Strophe bis zum Ende. 3, 4. Noch einmal etwas schneller, damit die Melodie besser ins Ohr geht. 3, 4.
noch einmal etwas schneller, wieder vom H-Moll-Akkord bis zum G. 3, 4. Hier steht mit dem Intro bis hierher mittleres Tempo 3, 4. Viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.